danke, lieber Jürgen, für die unkonventionelle Moderation. Und grüßt euch alle zusammen. Freue mich, dass ich mal wieder live zu euch sprechen kann und nicht immer nur eure Posteingangsfächer flute mit meinen vielen Mails. Begrüße auch die Passanten, die vielleicht ein bisschen am Rande zuhören, was hier vor sich geht. Unser Thema oder mein Thema sind heute die Grünen. Ich habe den Titel ein bisschen modifiziert gegenüber der Ankündigung von Jürgen. Das heißt jetzt Stuttgart 21, die Klimakatastrophe und die Bigotterie der hiesigen Grünen. Zugegeben, die Grünen regen uns auf. Auch zugegeben, da ist eine gute Portion Emotionalität dabei, bei der ganzen Vorgeschichte, die wir ja streckenweise gemeinsam hatten. Andererseits stehen wir ja in dem wohlverdienten Ruf einer Bewegung der Rationalität und der guten Argumente zu sein, was überhaupt nicht ausschließt, was gerade der Jürgen hier vorgetragen hat, im Sinne von Heiner Geißler und Jürgen Merx sozusagen Schulter an Schulter, ein bisschen mehr Krawall wäre auch nicht schlecht. Wie berechtigt ist also unsere Empörung über und die besondere Aufmerksamkeit für die hiesigen Grünen? Wobei man natürlich sagen muss, jeder kennt wahrscheinlich in anderen Parteien, so auch bei den Grünen, da gibt es auch nette Menschen, da gibt es auch aufrichtige Menschen. Und es geht ja auch in Wahlkampfzeiten nicht um eine vordergründige Partei- oder Gegenparteinahme. Als Bürgerbewegung messen wir alle Parteien an dem Maßstab, es gibt auch andere Maßstäbe, wie sie zu dem Projekt stehen, welche Verantwortung sie für Stuttgart 21 und für den Weiterbau in Zeiten der Klimakatastrophe tragen. Ebenso klare Verhältnisse gibt es auf der anderen Seite. SOS und Linke sind gleichermaßen Teil dieser Bürgerbewegung. Mit Hannes und Tom an der Spitze gibt es eine wunderbare funktionierende Verzahnung mit der parlamentarischen Opposition im Rathaus. So, ja. Genau. So was würde man sich auch im Landtag wünschen. Aber seit die Grünen entscheidend mit unseren Stimmen an die Macht gekommen sind, gibt es weder in der Regierung noch in der Opposition Anlaufstellen oder Unterstützung beim Thema Stuttgart 21, Totalausfall sozusagen. Und damit sind wir wieder bei den Grünen. Sie sind anders als die Dumpfbacken der alten Tunnelparteien, die immer wieder ihre alten Textbausteine abspulen. Und wenn es im Gemeinderat drauf ankommt, sagen, die Bahn hat recht, sie sind ja die Experten. Die Grünen haben Ahnung. Da schaue man sich nur die vielen Bundestagsanfragen von Matthias Gastel an. Sie wissen also, was sie tun, was die Sache ja eigentlich noch schlimmer macht. Hinzu kommt, die Grünen sind aufgrund ihrer Entstehung und aufgrund ihrer Identität, ihres Selbstverständnisses auch Expertinnen in Sachen Klima und Umwelt. Sie wissen, was die Verfehlung der Pariser Klimaziele bedeutet. Sie wissen auch, was auf diese Stadt zukommt. Und Sie wissen und werden dem nicht widersprechen können, dass Stuttgart 21 frontal allen Klimazielen zuwiderläuft. Sie wissen, dass Stuttgart 21 durch gigantische Betonverbräuche und massive Verlagerung von Verkehr auf die Straße die globale CO2-Belastung je nach Szenario zwischen 3,5 und 5,6 Millionen Tonnen bis 2050 erhöhen wird. Sie wissen, dass die zu erwartenden Verkehrsverlagerungen zu einer Stickoxid-Mehrbelastung zwischen 600 und 1700 Tonnen bis 2050 und zu einer Erhöhung der Feinstaubemissionen zwischen 560 und 750 Tonnen bis 2050 führen wird. Genau. Geht aber noch weiter. Sie wissen nämlich noch eine Menge mehr. Zum Beispiel wissen Sie, dass durch verengte Wasserabflüsse und den Staudammeffekt des Bahnhofstrogs das Überschwemmungsrisiko in der ohnehin hochwassergefährdeten Stadt massiv erhöht wird. Sie wissen auch, wie klimabelastend die weitere Bodenversiegelung ist, die mit Stuttgart 21 auf den Fildern und im Rosenstein-Areal geplant ist. Und Sie wissen, wie stadtklimatologisch wichtige Flächen des Gleisvorfelds für die Belüftung und nächtliche Abkühlung der Stadt sind. Und dazu, und jetzt wird es ein bisschen polemisch, geradezu zynisch, unser grüner Baubürgermeister Fetzold in der Stuttgarter Zeitung auf die Frage. Der Baubürgermeister Fetzold saß mal neben uns im Aktionsbündnis, fällt mir gerade ein. Also geradezu zynisch Peter Fetzold auf die
Frage der Stuttgarter Zeitung, wird der neue Bahnhof auch klimaneutral sein? Nein, das wird kein Energie-Plus-Bahnhof sein, sagt Petzold. Energie einzusparen war nicht das zentrale Thema dieses Bahnhofs. Da würde ich sagen, fahren wir doch alle lieber wieder Diesel und SUVs, denn deren zentrales Thema war ja auch nicht, Energie einzusparen. Auch nicht entgangen sein wird den Grünen, dass zur Abdichtung gegen Wasser eindringen, vor allem in den Anhydrit, 3,8 Millionen Liter Chemikalien, Acrylat, Gele und Polyuterane in den Boden gepresst werden, das sind 19.000 Badewannen. Und da ist das, was uns in Zukunft noch bevorsteht, man denke nur an den abgesoffenen Tunnel in Obertürkheim, noch gar nicht eingerechnet. Und natürlich muss man den Grünen nicht erklären, was die fortgesetzte massenhafte Rodung alter Baumbestände im Schlossgarten, im Rosenstein oder an der Rohrer-Kurve für das bedrohte Klima bedeutet. Und da sie bei alledem nicht widersprechen können, fehlt es auch nicht an rhetorischer Kritik ihrerseits, die ohne weiteres auch von dieser Bühne und auch von diesem Mikrofon hier gesagt werden könnte. Zum Beispiel Kretschmann sagt, bei Stuttgart 21 sei alles eingetreten, was die Gegner befürchtet haben. Aber als Politiker mit allen Wasser gewaschen sagt er natürlich nicht, ihr habt recht, sondern er sagt, ich hatte früher recht. 2011, als er noch das gesagt hat, was wir heute sagen. Und Winfried Herrmann erklärt Stuttgart 21 zur größten Fehlentscheidung der Eisenbahngeschichte. Ein beliebtes, hier auch zitiertes Wort des Verkehrsministers. Da müsste doch als nächstes kommen, wie können wir aus diesem verkehrs- und klimapolitischen Irrweg aussteigen oder abbiegen. Stattdessen folgt das Mantra, für einen Umstieg oder Ausstieg sei es zu spät, das wäre vor 3 Jahren vielleicht noch gegangen. Aber genau das haben sie vor 3 Jahren auch schon gesagt. Und man darf natürlich jetzt gespannt sein, was sie nach der neuesten Kostenexplosion jetzt wohl wieder sagen werden. Ob wir jetzt sagen, gut, im Januar letzten Jahres hätte man vielleicht noch aussteigen können, aber jetzt ist es nur wirklich zu spät. Das wirkt wie eine zentral vorgegebene Sprachregelung, an die sich alle Gliederungen und Ebenen der Partei peinlich halten. Einschließlich leider, muss man kritisch sagen, auch des BUND, dessen Position zu Stuttgart 21 bisweilen wie mit der Staatskanzlei oder wie die Herrmann abgestimmt wirken. Kürzlich allerdings schien es eine kleine Ausnahme, ein kleines Aufmucken in den Reihen der Grünen zu geben. Die Kreismitgliederversammlung der Stuttgarter Grünen wollte, wie aus einem längeren Tiefschlaf erwacht, rechtzeitig, Zitat eines Antrags, rechtzeitig die Frage diskutieren, ob der neue Bahnhof den künftigen verkehrlichen Anforderungen gerecht werden kann. Diese Frage stellen sie Anfang des Jahres 2019. Angesichts der drohenden Abkopplung der Panoramastrecke sollte wohl vorsichtig mal das Kombifähnchen aus dem Fenster gehängt werden. Kombi bedeutet ja einen teilweisen Verzicht auf die Bebauung des Gleisvorfelds. Übrigens, kleine Abweichung von meinem Skript. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, heute hat BUND, VCD und ProBahn in einer Presseerklärung sich wenigstens mal zu ihrem eigentlich immer so ein bisschen unter der Decke gehaltenen Ziel des Kombibahnhofs bekannt. Sie haben gesagt, angesichts der Kostensteigerung sollte man doch jetzt auf Kombi umsteigen. Ihr wisst, wir sind die Bürger bewegen gegen Stuttgart 21, wir sind das Aktionsbündnis gegen 21. Kombi ist nicht unsere Antwort, aber ich glaube, wenn die, und da stehen ja oft auch die grünen Parteispitzen so ein bisschen dahinter, wenn die wenigstens ihr Modell mal ein bisschen lauter vortragen, kann das uns und unserem Anliegen eigentlich nicht schaden. Aber auch dieser kleine Versuch der Öffnung, der da versucht wurde auf der grünen Kreisdelegiertenversammlung oder Mitgliederversammlung, war den Neoprolern Kuhn und Petzold schon zu viel. Kurz reingegrätscht und das Rebellionchen war abgeblasen. Aus der Beschlussvorlage, wir lehnen eine Unterbrechung der Gäubern ab, wurde dann, wir wollen ergebnisoffene Prüfungen und alle Alternativen zur Unterbrechung der Gäubern. Wer oberfromm daherkommt, in der Wirklichkeit aber gegen die eigenen Grundsätze verstößt, den bezeichnet man als Bigott. Das passt auf eine Partei, die sich als Bannerträgerin von Klima- und Umweltschutz versteht und dann derart gegen ihre eigenen Ziele verstößt. Ein,
Ein anschauliches Beispiel, und jetzt wird es nochmal polemisch, lieferte Kuhn vor kurzem auf der Fridays for Future Demos vom Rathaus, zu der er sich ein bisschen, habe ich gehört, selbst eingeladen hatte. Er, der sich lange gegen den Ratentscheid und dessen Umsetzung gesperrt hatte, er, der sich an der Seite des grünen Regierungspräsidenten Reimer lieber gegen Fahrverbote als für den Schutz von Umwelt und Menschen einsetzt, er, der Klimaskandal 21 so schnell wie möglich umsetzen will, er, und das habe ich aus Höflichkeitsgründen jetzt mal nicht in dem schriftlichen Manuskript, er, den man eher als umweltpolitischen Nichtsnutz im Rathaus bezeichnen müsste, das habe ich mir gedacht, das darf rausgehen. Er stilisiert sich vor den jungen Schülerinnen mit ein paar umweltpolitischen Schlagworten und applausträchtigen Triggerbegriffen als der große Umweltheld, das nenne ich Bigott. Aber jetzt nochmal etwas sachlicher, was sind jetzt die Erklärungen der Grünen für diesen flagranten Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Sie sind ja eine Profipartei inzwischen geworden. Wie managen Sie diesen wirklich eklatanten Widerspruch in Ihren politischen Diskussionen? Mit zwei Erklärungen kann man sich kurz fassen. Das war vor Jahren auch noch ein bisschen anders. Auf eine mit Lug und Trug betriebene Volksabstimmung mag sich selbst Kretschmann nicht mehr so recht berufen. Das in dieser Spur verlaufende Brexit-Plebiszit und die Trump-Wahl in den USA zwingen da offensichtlich zur Zurückhaltung. Und auch der Turn des hiesigen Bundesgeschäftsführers, der flugs den Weiterbau von Stuttgart 21 als den aus Umweltgründen sinnvolleren Weg umzudefinieren versuchte, blieb glücklicherweise eine Ausnahme. Ein weiterer Versuch, Anspruch und Wirklichkeit miteinander zu versöhnen, ist die Erzählung, besonders gern von Winfried Herrmann, die Erzählung von den Verbesserungen von Stuttgart 21. Hier geht es um Ideen wie den Ausbau der Rohrkurve, das dritte Gleis am Flughafen, die Stuttgart 21 Doppelkurve Flughafen Tübingen, nicht zu verwechseln mit der von uns vorgeschlagenen Doppelkurve Anschluss einer Neubaustrecke an die Bestandsstrecke Tübingen Bahnhof Stuttgart. Und ziemlich gaga oder ziemlich absurd, die neueste Idee, die man kürzlich in der Zeitung lesen konnte, der Grünen oder aus dem Verkehrsministerium, offensichtlich die Tieferlegung des Kopfbahnhofs. Also wie man früher die besonders geilen Autos ein bisschen tiefer legte, wollen sie jetzt scheinbar den Kopfbahnhof tiefer legen. Da gibt es ein paar Komplikationen mit dem Gleisvorfeld, da werden die Häuser ja auch ein bisschen untergeschlossen haben, aber der Plan ist offensichtlich, diese Häuser dann irgendwie zwischen die Gleise oder neben die Gleise zu legen, man weiß es nicht genau. All diesen Verbesserungen ist zweierlei in unterschiedlicher Ausprägung gemein. Und zwar, die Bahngesprächen, von denen Eisenhardt ja berichtet hatte, gehört, da machen wir immer gerne mit, Voraussetzung ist nur außerhalb der Finanzierung von Stuttgart 21. Und das ist genau der Punkt, da macht Winnie Herrmann mit und das muss man wohl dann als eine Querfinanzierung aus anderen öffentlichen Töpfen bezeichnen und das ist eine Verschleierung der wahren Projektkosten, was unser Verkehrsminister da betreibt. Und klimapolitisch laufen die Verbesserungen im Grunde auf ständige Reparaturen am Projekt, Mängelbeseitigung und Anbaumaßnahmen hinaus. Tunnelbauer und Betonindustrie freuen sich über Daueraufträge. Die Klimabilanz von Stuttgart 21 verschlechtert sich immer weiter. Wagt man jetzt mal grün, sowohl vor Mikrofonen und auf Podium oder auch in kleiner Runde, wieso sie dermaßen gegen ihren Markenkern verstoßen, kommt regelmäßig die Antwort, wir können nicht anders. Der Koalitionspartner, die Vertragslage, die politischen Beschlusslagen, wir sind richtig eingemauert und nicht mehr bewegungsfähig politisch. Und die Hälfte dieser Begründe sind dann auch noch Vorwände. Zum Beispiel eine Vertragsbindung, auf die Sie sich ja auch immer gerne berufen, Sie können nicht anders, die Verträge würden Sie binden, gibt es längst nicht mehr. Das bestätigt erneut das juristische Gutachten für das Aktionsbündnis, das Eisenhardt hier, glaube vor zwei Wochen angekündigt hat und das wir in Berlin vorstellen wollen, beziehungsweise heute mit einer Pressemitteilung auch veröffentlicht haben. Klasse! Die Grünen inszenieren sich als umstellt von Sachzwängen,
Sie würden ja gern anders, aber Sie könnten nicht. Doch, doch, doch. Man muss das Argument zwar ernst nehmen, aber wenn man sich genauer anguckt, Sie können wirklich anders, wenn Sie wollten. Wackersdorf, Kalka, Atomausstieg, Kohleausstieg. Nie waren die Rahmenbedingungen und politischen Mehrheiten schon da, sondern immer wurden sie erst erkämpft. Durch Anstoßen von Diskussionen, durch öffentlichen und politischen Druck, durch Bürgerbewegungen. Wer sich nur als Sachwalter bestehender Machtverhältnisse sieht, besonders wenn er deren profitierlicher Teil ist, ändert nichts. Winfried Herrmann kann nicht verstehen, dass Bürger ihren Unmut über S-Bahn-Streckensperrungen zum Beispiel bei ihm abladen. Er habe Stuttgart 21 doch nicht erfunden. Das stimmt zwar, lieber Winfried Herrmann, aber du sicherst seinen Weiterbau ab. Du bist der zuständige Verkehrsminister. Du stehst in der Verantwortung für Stuttgart 21 und bist damit genau der richtige Adressat für diese Kritik. Super! Fordern wir deswegen den Rücktritt des Verkehrsministers? Jawohl! Ja! Ich würde sagen nein, denn da wären erstmal andere dran. Aber wir können ihm raten, mal ins Kino zu gehen und sich den Film Wackersdorf anzuschauen. Da gibt es den mutigen SPD übrigens, SPD-Landrat Schuhjerer, dem war die Umwelt wichtiger als sein Amt. Das Amt hat er nämlich aufs Spiel gesetzt, um im Schulterschluss mit der Bürgerbewegung gegen die Wiederaufbereitungsanlage gekämpft und das schon weit gediehene Projekt gestoppt. Und hat dabei am Ende nicht mal sein Amt verloren, eben weil er es aufs Spiel gesetzt hat. Gerade von den Grünen fordern wir mit Greta Thunberg, die Lage ist ernst, Schluss mit dem kleinen Karo, liebe Grünen. I want you to panic, ihr sollt in Panik geraten, Grüne, angesichts dessen, was gerade auf der Welt passiert. Dem muss vieles folgen und mit Sicherheit kein Stuttgart 21, sondern mit Sicherheit oben bleiben. Ja.